Also, wir nennen uns nicht mehr BGE Stammtisch, sondern der Name ist der offene Treff für ein bedingungsloses Grundeinkommen SA. Und ich berichte heute, wie Werner gerade schon gesagt hat, über unsere Entstehung und unsere Aktivitäten. Also, wir sind eine Gruppe von engagierten Menschen. Wir sind überparteilich, initiativübergreifend und unabhängig. Wir sind seit 2019 aktiv, haben keine Rechtsform, sind also kein Verein oder sonstiges und haben zum Ziel, die Debatte im Saarland zu fördern und zu informieren. Entschuldigung, gerade beim Durchlauf hat es noch gepasst. Gut, warum halte ich diesen Vortrag? Als ich die Anfrage von Werner bekommen habe, dachte ich erst so, boah, so viele sind wir ja gar nicht. Und so besonders ist das doch auch nicht. Aber im Nachhinein haben wir eigentlich schon super viele schöne Aktivitäten aus dem Boden gestampft und viele wertvolle Erfahrungen gemacht. Und deswegen möchte ich alle hier nochmal ermutigen, auch lokal aktiv zu werden, soweit ihr es nicht schon seid, und euch nochmal ein paar Tipps für einen langen Atem mitgeben. Zu unserer Entstehungsgeschichte. Ich persönlich habe 2011 zum ersten Mal vom BGE gehört und habe danach eher so WG-Party-Missionierung, nennen wir es mal, gemacht, also auf in unterschiedlichen Kontexten viel über das Thema geredet mit unterschiedlichen Leuten und immer mal wieder geschaut, was kommen da für Argumente, was kommen da für Einwände, war aber nicht in einem größeren Verband oder Verein aktiv. Und 2019 gab es dann in der Stiftung Demokratie Saarland, das ist quasi die saarländische Friedrich-Ebert-Stiftung, einen Workshop politisches Zwei-Minuten-Statement, wo sich jeder ein Herzensthema aussuchen durfte. Das war bei mir dann natürlich das Grundeinkommen. Und anscheinend habe ich das so flammend vorgetragen, dass im Nachhinein dann ein paar Leute auf mich zugekommen sind und meinten, oh, das klingt ja total spannend, kann man da nicht was machen, kann man sich da nicht engagieren? Und da habe ich dann gesagt, doch, klar, warum nicht? Schauen wir doch, was wir machen können. Habe die Kontaktdaten eingesammelt und so fing die ganze Geschichte an. Also wir sind unabhängig von anderen Pro-BGE-Strukturen im Saarland entstanden. Und die ersten Schritte waren dann natürlich wieder drüber reden, auf thematisch passenden Veranstaltungen, Pressemitteilungen rausschicken, einfach ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen. Also zu sagen, hey, wir sind eine Gruppe und wir beschäftigen uns mit dem Thema. Die ersten Treffen waren dann auch ziemlich unverbindlich und tatsächlich auch weitgehend unmoderiert, wo wir erstmal geguckt haben, okay, was wollen wir denn machen? Wollen wir hier reden, immer über ein anderes Thema oder wollen wir eher ins Tun kommen? Und dann ist relativ schnell auch die Entscheidung getroffen, gefallen, dass wir ins Tun kommen wollten. Die erste Aktion war dann am 1. Mai 2019, ganz einfach. Wir hatten ein paar Flyer, wer sind wir? Dafür haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet, wo uns die Leute kontaktieren konnten und haben das einfach verteilt an alle, die es irgendwie interessieren könnte. Die Suche nach Räumlichkeiten ist natürlich immer ein wichtiger erster Schritt. In den letzten 2 Jahren natürlich nicht so, da war alles digital und einfacher. Und sonst war auf alle Fälle auch ein wichtiger erster Schritt, vernetzt und informiert zu sein und auch zu bleiben. Da vor allem bundesweite Kooperationen, also wir sind an alles, was es bundesweit so gibt, rangetreten. Das kennt ihr ja bestimmt auch. Da gehört ja auch die ATTAC AG Genug für alle dazu. Lokal waren wir mit Aktivisten verknüpft, zum Beispiel mit der Fair Trade Initiative SA, mit ATTAC SA und mit dem Netzwerk Entwicklungspolitik SA, Saarland. Auch mit Stiftungen haben wir uns vernetzt, was auch immer hilfreich ist, gerade wenn man was organisieren will, was vielleicht was kostet später. Bei uns ist es auch der Fall, dass viele von uns in politischen Parteien oder anderen Kontexten engagiert sind, was auf alle Fälle auch was bringt, einfach damit man lokal noch ein bisschen mehr bewegen kann. Dann wollte ich euch noch eins unserer Frühwerke zeigen. Da müssen wir jetzt mal schauen, ob ihr den Ton hört oder nicht. Und zwar haben wir ein Bewerbungsvideo gemacht, ein einminütiges. Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Vision.
Die Vision, dass Wirtschaft Arbeit vereinfacht und nicht immer mehr Arbeit schafft. Die Vision, dass eine solidarische Gemeinschaft besser möglich ist. Die Vision, dass Leidenschaft weniger Leiden schafft. Das bedingungslose Grundeinkommen gibt dir Sicherheit, um das zu tun, was dir wichtig ist. Wir sind der offene Treff für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir wollen Menschen informieren, Vorurteile abbauen und aufklären. War das so wichtig? Weil wir für dieses Projekt über uns als Gruppe reflektieren mussten. Wir hatten am Ende des Tages ein kreatives und handfestes Ergebnis, wo sich wirklich jeder eingebracht hat mit dem, was er gerade konnte. Und das hat uns einfach super zusammengeschweißt. Also klar musste nicht jede lokale Gruppe jetzt einen Film machen oder sowas, aber das ist einfach ein Beispiel für ein Projekt, was uns viel gegeben hat als Gruppe und was viel gebracht hat. Sonst haben wir eigentlich ein ziemlich großes Portfolio, was wir gemacht haben an Sachen. Hier nochmal nach Komplexität geordnet, von einfach zu realisieren zu etwas aufwendiger. Wir haben zum Beispiel einen Spieleabend gekapert. Also wir sind einfach mit einem Spiel über das Grundeinkommen, was es so schon gab, zu einem Spieleabend, der eh schon organisiert wurde. Wir haben in verschiedenen Vortragsveranstaltungen immer wieder das Thema aufs bedingungslose Grundeinkommen gelenkt. Vielen von uns ist auch Nachhaltigkeit ein sehr wichtiges Thema. Das heißt, wir waren dann auch bei Klimademos oder ich habe im Klimacamp mal übernachtet, als das hier in Saarbrücken war. Ein Webinar organisiert, Lesungen, wo nicht mal die Autoren unbedingt selbst lesen mussten, sondern eine unserer schönsten Veranstaltungen waren auch, wo zwei Personen aus unserem Treff aus einem Buch gelesen haben. Wir haben Postkarten und T-Shirts designt. Wir haben zu Weihnachten an die Landtagsabgeordneten bedingungslose Fairtrade Landtagsschokolade verteilt, wo dann im Inneren noch ein Text war, der die Abgeordneten dran erinnert hat, was denn da noch so im Koalitionsvertrag steht. Und dann das Größte, was wir bisher organisiert haben, war eine Fahrradtour letzten Sommer. Ursprünglich zum Sammeln von Unterschriften für die EBI, aber die Idee hat sich einfach weiterentwickelt dann. Und zum Schluss sind wir 11 Städte des Saarlandes, haben 6 Wochenenden abgefahren, hatten da 2 Kooperationspartner, ATTAC war auch wieder dabei. Das Ganze war gesponsert vom Aktionsgruppenprogramm von Engagement Global und bei der Abschlussveranstaltung waren dann eine Lesung von Daniel Weißbrot oder der Hans-Florian Heuer, war auch bei uns für eine Podiumsdiskussion. Da habe ich auch noch ein paar Bilder mitgebracht. Das Ganze lief unter dem Titel Faire Zukunft für alle. Wir waren unterwegs mit so einem Glücksrad und einer Bodenzeitung oder einer Version der Bodenzeitung. Und die Stimmung war total gut. Wir hatten Musik, wir hatten Päckchen, diese Puppe hier mit dabei, die das Ganze natürlich auch locker flockig vermitteln konnte. Also wir hatten Spaß und deswegen in Werners Anfrage stand auch die Frage, wie hält man das lange durch, so aktiv zu sein? Und da ist meine Antwort, überhaupt nicht. Man hält das nicht durch, man hat da Bock drauf, man hat Lust drauf. Und wir haben das Ganze auch, wir haben auch versucht, das BGE zu leben in unseren eigenen Strukturen, also basisdemokratisch zu agieren und sich gegenseitig zu vertrauen beispielsweise. Startet einfach klein, bleibt realistisch, schaut erstmal, wer arbeitet so mit uns zusammen, wie erledigen die Aufgaben, ist das gründlich, ist das wortgewandt, zuverlässig, lernt euch da erstmal kennen und haltet auch Frustrationen aus. Zum Beispiel, ja, die erste Aktion war der 1. Mai 2019, da haben wir keine einzige E-Mail als Antwort gekriegt auf unser Flyer verteilen. Aber in der letzten Sitzung jetzt war tatsächlich jemand, der uns noch von der Aktion kannte. Einer von der Piratenpartei, der sagte, ah ja, da wart ihr doch. Also manchmal tragen die Sachen halt doch viel später Früchte, als man so denkt. Bleibt einfach leidenschaftlich bei der Sache.
Eins unserer Mitglieder hat uns mal als Energietankstelle bezeichnet und das kann ich auch so bestätigen. Das fand ich sehr schön. Nach den Treffen ist man einfach deutlich energetisierter und gut drauf und fühlt sich gestärkt und hat das Gefühl, man hat was bewegt. Und ich glaube, das liegt auch viel daran, dass wir recht flexibel sind unter unserem Umgang miteinander. Da gehe ich noch ein bisschen drauf ein, weil ich das in anderen Kontexten auch deutlich anders erlebt habe. Bei der Flexibilität, ja, zum Beispiel der Ort war immer ein bisschen daran angepasst, an was wir denn machen wollten. Wenn es jetzt ein lockerer Austausch war, natürlich auch mal eine Bar oder einen Café. Zeitintervall, Kommunikationsform, ist es jetzt E-Mail, ist es jetzt Messenger? Da muss man halt auch schauen, wer jetzt gerade aktiv ist. Oder auch bei der Aufgabenverteilung. Dass einer meiner Lieblingsslogan Better Done Than Perfect, also wenn der gerade die besten Grafiken macht, keine Zeit hat, dann macht es halt wer, der die zweitbesten Grafiken macht. Und die Zusammensetzung der Gruppe ist natürlich auch flexibel über die Zeit und damit muss man auch ein bisschen sich arrangieren erstmal. Also zurzeit ist es ungefähr so wie in dieser Pyramide dargestellt. Wir haben ein paar Leute, die wirklich sagen, okay, dieser Treff ist mein Baby, mein Projekt, die bei jeder Sitzung da sind oder wenn nicht, sich abmelden. Dann gibt es die Leute, die sagen, ja, ist irgendwie eine coole Truppe, die mit uns schon mal kooperiert haben und wissen, okay, auf uns ist Verlass. Und natürlich dann größere Gruppen, die sagen, ja, das Thema ist irgendwie interessant. Und wie auch immer die berühmten Karteileichen. Und das ist auch einfach wichtig, das zu akzeptieren. Also klar kann man mal wen von den Leuten, die sagen, ja, interessantes Thema, nochmal ansprechen. Aber man sollte die Leute halt dann nicht mit E-Mails überschütten, ne? Also da auch immer ein bisschen schauen, was sind da die Bedürfnisse. Bei aller Flexibilität braucht man aber trotzdem ein bisschen Verbindlichkeit und auch Moderation. Und mein Haupttipp quasi aus diesem Vortrag ist, lasst das Ganze wirklich wachsen. Also jetzt nicht, was die Anzahl der Leute angeht, sondern auch was das Vertrauen untereinander angeht, was die Ideen angeht, die realisiert werden können. Da ist es ganz wichtig, sich auch Zeit zu lassen. Zum Umgang miteinander. Der war bei uns immer oder ist bei uns immer sehr wertschätzend. Also wenn jemand nicht auftaucht, kommen da keine Vorwürfe. Wir bedanken uns häufig. Es ist ein sehr respektvoller Umgang. Es werden keine Aufgaben zugeteilt normalerweise. Also nicht so im Sinne von, ah, du machst doch immer so und so, dann mach doch nochmal. Am besten noch, wenn die Person gar nicht da ist oder so. Sowas passiert nicht. Wir schauen aber natürlich trotzdem, dass die Aufgaben so ein bisschen nach Kompetenz und Lust, aber halt auch nach Zeit verteilt werden. Ich finde es super wichtig, dass man die Ressourcen der anderen Mitglieder kennt und schätzt. Manche Leute sind halt sehr gut im zwischenmenschlichen Umgang, manche Leute sind sehr gut mit Computerprogrammen. Das ist so und das ist wertvoll. Und da kann man sich halt auch gegenseitig unterstützen und helfen. Also bei uns war es auch nie ein Thema, wenn dann irgendwie eine Aufgabe umverteilt wurde, wenn dann es bei irgendwem hieß, nee, hey, ich schaff's doch nicht. Kannst du da nicht einspringen? Und da war immer die Antwort, ja, klar. Und mit der Zeit ist daraus auch wirklich eine sehr freundschaftliche Struktur entstanden. Also wo es auch keine Rivalitäten oder Machtspielchen gibt, wie es das wohl teilweise geben kann, wenn es zum Beispiel dann um eine Partei geht oder Sonstiges, ne? Ja, wir machen das halt alle in unserer Freizeit. Deswegen ist es auch einfach wichtig, dass man sich wohlfühlt miteinander, wenn es denn langfristig eine gute Zusammenarbeit sein soll. Klar haben wir noch Punkte, die ein bisschen besser gehen würden. Wir haben eine relativ geringe Reichweite, würde ich sagen. Aber im Saarland sind kleinere Veranstaltungen durchaus an der Tagesordnung. Da sollte man sich auch nicht zu schnell entmutigen lassen. Wir sind alle nicht so die Social-Media-Fans. Wir haben auch bestimmt noch nicht alle Kooperationspartner ausgeschöpft. Und was ich immer wichtig finde, ist auch, dass man Künstlerinnen noch mehr integriert. Da haben wir auch noch Optimierungspotenzial. Einfach weil es für mich auch ein sehr emotionales Thema ist.
wo man auch viel mit einer Vision arbeiten kann. Ich weiß nicht, ob man gerade beim Film den Ton gehört hat oder nicht, aber da fängt das der erste Satz auch, dass das BGE eine Vision ist. Und sowas können halt Künstler und Künstlerinnen viel einfacher greifbarer machen. Gut, was haben wir in diesem Jahr vor? Einerseits eine Lesung mit Adrian Göhler. Wir haben ein Spiel in der Entwicklung, was wir noch weiterentwickeln wollen. In Saarland sind Landtagswahlen. Das heißt, wir werden nochmal an die Parteien herantreten mit der Bitte um Statements. Interviews mit Passanten machen, mit den Päckchen und ein BGE-Gewinner interviewen. Das sind so die offiziellen Sachen. Privat ist bei mir gerade ein Umzug nach Berlin. Das heißt, wenn da noch jemand eine engagierte Grundeinkommensaktivistin gewinnen möchte, kann er sich gerne bei mir melden, mir im Chat noch schreiben. Das ergibt sich ja heute sicherlich auch noch. Also nochmal zusammenfassend, mein Erfolgsrezept wäre, sich erstmal klarzumachen, warum sollte ich mich überhaupt lokal engagieren? Und da ist die Antwort, dass man auf lokaler Ebene am ehesten aus der Bubble rauskommt, also am ehesten mit Leuten in Kontakt, die komplett dagegen sind oder vielleicht noch gar nicht informiert zum Thema. Und dass der persönliche Kontakt halt einfach deutlich intensiver ist. Wenn man jemandem das erzählt im privaten Kontext oder an einem Infostand, das bleibt mehr hängen als, ja, als wenn es jetzt online ist, ne? Klar, es ist jetzt alles online gerade. Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Dann über das BGE und andere Themen reden. Ich bin auch nur so leidenschaftlich für das Thema, weil es so viele Probleme löst und in so vielen Kontexten was verändern könnte. Und für uns war es immer gut, diese anderen Themen und diese Quervernetzung auch darzustellen. Vernetzt euch, informiert euch und wirklich lasst euch Zeit mit den Sachen, schaut, was geht. Und es kann dann immer größer werden. Bleibt leidenschaftlich und pflegt einen freundlichen und respektvollen Umgang. Und in diesem Sinne habe ich ein Zitat, das mir sehr gefallen hat. Niemand begeht einen größeren Fehler als jemand, der nichts tut, weil er nur wenig tun könnte. Und auf der anderen Seite eine Karikatur von der besonderen Situation im Saarland. Ich schätze, man kann es nicht lesen, deswegen lese ich es einmal kurz vor. Genau, also es ist eine Besprechung in der Kneipe, ähnlich wie unser BGE-Stammtisch in den frühen Tagen. Denn die Lage der saarländischen Kultur macht es dringend erforderlich, dass wir die Möglichkeit zur politischen Einflussnahme stärker als bisher ausnutzen und mit unseren Forderungen mit Nachdruck an den Gesetzgeber herantreten. Und dann, ei, steht er da nicht gerade drüber an der Theke? Louis, komm mal rein. Also im Saarland sind manche Wege doch noch deutlich kürzer als vielleicht in anderen Bundesländern. Gut. Das wär's dann mit meinem Input.